Herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2022 für die Löwen. Wir wollen uns hier die Tendenzen für das Jahr, das kommende Jahr anschauen. Natürlich nur in Anführungszeichen bezüglich der Sonne. Und die Sonne ist natürlich das Zentralgestirn, aber in der Astrologie schaut man sich in der Regel alle Planeten an und kommt dann natürlich zu viel, viel genaueren Aussagen. Aber immerhin kann man so schon mal einen kleinen Blick erhaschen, wie das aussehen könnte, und dann wollen wir auch gleich mal schauen, was sich da zeigen kann. Und zwar habt ihr Löwen hier in der Begegnung weiter den Saturn, der hier ja schon Prüfungen anzeigen kann in Beziehungen und vielleicht auch mit Blockaden konfrontieren lässt. Einschränkungen der Freiheit natürlich auch, die natürlich wir alle haben, weil es ein Kollektivgestirn ist, aber bei euch bezieht sich das speziell auf die Begegnung und Partnerschaft. Jetzt ist der Saturn in 2021 immer in Spannung gewesen mit Uranus und diese Spannung lässt glücklicherweise nach. Das heißt, diese Verbote und Einschränkungen, was Freiheit angeht, wird nicht mehr so extrem betont sein, weil der Uranus der Herrscher von Wassermann ist. Und also diese Thematik von dem Saturn im Wassermann quasi nochmal verstärkt. Die trennen sich also quasi und der Uranus ist bei euch hier im Bereich der Öffentlichkeit. Und bringt hier Aufregung in den Beruf, Aufregung in die Öffentlichkeit, also Freiheitsbewusstsein oder Demonstrationen in der Öffentlichkeit, Unberechenbarkeit, was den Beruf betrifft, das alles hier in Verbindung mit Blockaden. Und wie gesagt, das ist am Anfang des Jahres vielleicht noch eine Thematik, wird sich aber immer mehr trennen und lockern. Das ist schon mal positiv. Der Saturn bringt natürlich weiterhin hier im Wassermann gewisse ja, Hürden, aber wie gesagt, nicht mehr ganz so schlimm. Dann haben wir den Jupiter, der geht hier in den Bereich der gemeinsamen Gelder, der Finanzen und Jupiter ist ja immer der Unterstützer. Das heißt, es kann also erstmal passiv bedeuten, dass euer Partner, eure Partnerin hier finanziell erfolgreich ist, dass es da einen Zuwachs gibt. Ansonsten kann es aber auch bedeuten, dass ihr hier Unterstützung von Banken, von Versicherungen und so weiter bekommt. Also es ist eine gute Zeit für Kredite. Also natürlich jetzt für das Kollektiv gesprochen und individuell sollte man sich das immer genau anschauen, damit man da eine gute, konkrete Aussage machen kann. Dann trifft der Jupiter auf den Neptun. Das ist quasi die Konstellation für 2022, die das bestimmt, also die wichtigste Konstellation in dem Jahr. Die treffen sich am 12.04. und in diesen Wochen im April ist das quasi maximal betont. Und da gibt es ja eine schöne spirituelle Stärke, also ist das zum einen. Und ansonsten also auch die Unterstützung, so sehr, sehr empathische Unterstützung, sehr, sehr eine Gerechtigkeit, die hier sich zeigen kann und im achten Haus sind also hier bei euch speziell bedeutet das dann, dass hier vielleicht eine grenzenlose Unterstützung geben könnte, sowas. Das wäre eine positive Variante. Oder dass es spirituelle Stärken gibt, die hier unterstützend wirken. Ansonsten kann es aber natürlich auch anzeigen, also dass ein Geldfluss ein großer da ist, der aber vielleicht auch dann in dem Fall mit dem Neptun zusammen auch einfach erstmal wertfrei zu beurteilen ist. Das kann also Geld kann in alle Richtungen fließen. Ja, also das ist natürlich die Gefahr. Und außerdem besteht hier auch eine Gefahr von Täuschung und Illusion mit dem Jupiter-Neptun. Also das sollte man bedenken. Dann kann es außerdem auch eine so Unmenge an Fluss bedeuten. Und das ist natürlich hier auch der Bereich des Sterbens und kann dann im ungünstigen Fall ja viele Sterbefälle anzeigen oder viele Trennungen, viele Vertragsauflösungen, sowas wäre auch denkbar. Und ansonsten aber auch eine Fülle an Erbschaften könnte das auch oder also bedeuten. Ansonsten kann es noch mit Reisefinanzen Unklarheiten geben, das wäre auch denkbar. Oder dass hier Grenzen, also so spirituelle Werte in der Diskussion auch eine Rolle spielen. Also das wäre hier auch denkbar. Also, dass der Partner sehr starke ja, Glaubenskräfte besitzt, sowas. Dann
habt ihr den Chiron hier im 9. Haus weiter langfristig? Das heißt hier, ja, das ist die Thematik von Arbeit und Gesundheit, die hier mit Entfernung zu tun haben kann. Also das kann zum Beispiel sein, dass man sich hier mal als Beispiel gesagt, fernöstliche Medizin oder sowas, sich da informiert. Oder es könnte auch heißen, dass man hier im Ausland arbeitet oder eine Entfernung hat bezüglich der Arbeit, die eine Rolle spielt. Dann haben wir den Uranus weiter im Bereich der Öffentlichkeit, das hatte ich eben schon angesprochen. Also es gibt Veränderungen im Beruf und das ist eine große Flexibilität erforderlich. Oder auch in der Gesellschaft gibt es große Veränderungen und Freiheitswerte. Der Mondknoten geht da jetzt auch rein. Also es gibt hier wichtige berufliche Kontakte, die eine Rolle spielen. Und der absteigende Mondknoten geht ins Private. Das heißt, private Kontakte werden weniger oder werden jetzt in dieser Zeit, gibt es auch vielleicht Trennungen im privaten Umfeld. Der dunkle Mond ist hier im Bereich der Freundschaft und Kollegen und zeigt hier so einen dunklen Fleck bzw. Schattenthematiken. Kann aber auch heißen, dass man sich hier im Freundeskreis für Rechte von Minderheiten einsetzt. Das wäre auch denkbar. Also das sind hier so einige Themen. Achso, genau, der Jupiter geht noch hier schnell durchs Astrohaus, geht dann ab dem 11., 5. bis 28.10. in den Widder und bringt dann hier sehr schöne Zeit für Reisen vielleicht. Also das wäre hier denkbar. Dann haben wir noch ein paar Sonnen- und Mondfinsternisse, die finden diesmal alle auf der Stier- und Skorpionachse statt. Das heißt, hier Privat- und Öffentlichkeit ist das bei euch. Und da gibt es quasi ja, Sonnen- und Mondfinsternisse, also wichtige karmische Ereignisse, die hier das Jahr prägen dürften. Und zwar gibt es eine partielle Sonnenfinsternis am 30.04. im Stier, die schon mal beruflich hier ein wichtiges Ereignis anzeigen könnte. Dann gibt es eine totale Mondfinsternis am 16.05. im Skorpion. Dann gibt es eine Sonnenfinsternis am 25.10. auch im Skorpion. Sind dann jeweils Zeiten, wo hier im Privatleben oder im Wohnumfeld ja, Schattenthemen oder irgendwelche markanten Situationen erfolgen könnten. Und am 8.11. gibt es dann nochmal eine Mondfinsternis im Stier, wo nochmal das Berufliche hier sehr, sehr in Fokus steht. Was haben wir noch zu sagen? Ja, die Venus-Zeiten sind natürlich immer schöne Zeiten. Die Venus befindet sich hier in eurem Zeichen vom 11. August bis zum 5.9., also im Sommer. Und betont dann hier eine schöne Ausstrahlung bei euch. Und im Gegenzeichen, im Wassermann, befindet sie sich vom 6. März bis zum 5.4. Das sind immer Zeiten, beides, wo ja, Beziehungen vielleicht eine große Rolle spielen und besonders halt jetzt hier vom 6.3. bis 5.4., wo man angenehme Kontakte einfach hat oder vielleicht auch wirklich eine schöne Zeit mit dem Partner hat oder einfach sympathische Begegnungen. Dann haben wir noch ein paar Merkur-Rücklaufzeiten. Merkur wird immer rückläufig, dreimal in der Regel im Jahr und bringt in der rückläufigen Phase ja Kommunikationsschwierigkeiten und auch Phasen von Vertragsschwierigkeiten oder dass man Verträge kündigt vielleicht auch oder Verträge nicht so klappen. Am 14. Januar bis 4.2. ist Merkur rückläufig im Wassermann und im Steinbock und bringt dann nochmal in die Begegnung vergangene Themen oder auch an den Arbeitsplatz hier Themen. Vom 26.01. bis zum 4.02. im Steinbock, wenn ja, der hier rückläufig ist, dann bringt das hier vielleicht nochmal Nachrichten der Vergangenheit, die den Arbeitsplatz oder die Gesundheit betreffen. Also das ist hier denkbar. Dann haben wir den Merkur rückläufig vom 10.05. bis 3.06. in den Zwilling und im Stier. Und das bringt dann hier mit den Freunden oder Kollegen nochmal Gespräche über die Vergangenheit und im beruflichen vergangene Themen. Und dann nochmal am 10.9. bis 2.10. in der Waage und in der Jungfrau. Und das bringt hier
vergangene Themen, die oder Kommunikationsschwierigkeiten, die zusammenhängen können mit dem Handel, mit der Schule, mit der direkten Nachbarschaft und mit den Finanzen. Oder vielleicht geht, ist da auch schaut man da in der Phase, also muss man vielleicht sein Auto zum TÜV bringen oder sowas, das wäre auch denkbar. Dann haben wir eigentlich soweit die Themen durch. Die, wie gesagt, das ist natürlich nur ein oberflächlicher Blick hier drauf. Und individuell schaut man dann noch viel genauer und soll auch nur so eine Idee anzeigen. Bei euch ist halt besonders gut die Unterstützung, die finanzielle von Ämtern, von Finanzämtern, von Banken und Versicherungen tendenziell. Und dann, wie gesagt, der Auslandsbereich. Und wenn man dann jetzt genau nochmal ein paar Prominente sich dann als Beispiel nimmt. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, also den Jan-Josef Liefers, der Schauspieler ist ja auch Löwe und der hatte hier ja auch diese Einschränkungen in der Begegnung. Also der musste sich ja öffentlich rechtfertigen, dass er hier sich für Freiheit eingesetzt hat oder Fragen gestellt hatte, hier bezüglich also Werte in Frage gestellt hat und diese Uranus-Saturn-Spannung zog sich ja gerade auf Öffentlichkeit und auf Begegnung und hat dann hier dementsprechend quasi für Aufregung gesorgt. Oder ein anderes Beispiel wäre noch Hendrik Streeck, der ja auch oft in den Medien war und hier als Virologe dann hier viel Gegenwind auch bekommen hat. Und das zeigt hier so ein bisschen, was hier so 2021 die Thematik war. Und wie gesagt, das dürfte dann auch besser laufen, auch für die beiden. Also das sind so ein paar Beispiele, wie man das hier sich, also wie das sich äußern könnte und was so zu sehen ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, sage ich. Dann wünsche ich dir ein tolles Jahr 2022. Mein Angebot findest du auf apolloastro.de. Dort kann man mich gerne kontaktieren. Und dann sage ich, ja, alles Gute und tschüss.